Heute mache ich eine Knoblauchbutter mit Liebstöckel bzw. Maggikraut, Petersilie, Knoblauch und eine rote Zwiebel. Dazu kommen noch Gewürze und dann schauen wir mal, ob es schmeckt. Die Zwiebel und Knoblauch bzw. Kräuter habe ich klein geschnitten bzw. vorgeschnitten. Jetzt kommen sie in den Häcksler, um ganz fein geschnitten zu werden. Ich glaube, ich drehe dann mal durch hier. Dazu kommen Kräutersalz, schwarzer Pfeffer und Paprika. Und wer wieder mitgezählt hat, wie oft ich gezogen habe, hat wieder nichts gewonnen. So schaut's aus. Ziemlich fein und das Ganze wird jetzt in die Butter vermischt. Und fertig ist die Butter. Jetzt wird sie noch portioniert, entweder in so kleinen Portionsschalen oder in Eiswürfel-Plastikbox. Da kann man schön portionieren, einfrieren und so wie man es braucht, aus der Gefriertruhe holen. Schmeckt sehr lecker. Könnt ihr ruhig nachmachen. Also 5 Blätter vom Liebstöckel, ungefähr so, 5 Stück davon. 15 Knoblauch. Gewürze müsst ihr selber abschmecken, wie weit ihr das haben wollt, wie salzig, pfeffrig, wie auch immer. Ja, und dann los. Ich würde mal sagen, guten Appetit. Zum Steak reichen oder nur aufs Brot, zum Salat. Alles ist möglich. Guten Appetit. Und so sieht es jetzt portioniert aus. Kann man machen, wie man will. Das mit der Eisbox, das ist genial. Man kann es einfrieren, dann rausnehmen und dann in eine normale Box aufbewahren, in der Gefriertruhe.